Die Hebammensprechstunde bietet den Frauen eine Möglichkeit, mit ihren ganz persönlichen Fragen zu kommen und mit einer Hebamme zu besprechen, was sie beschäftigt, was ihre Anliegen sind, wo das von Frau zu Frau auch sehr individuell kann sein. Sei es jetzt bei einem ersten Baby, wo viele Sachen neu sind, oder bei einem zweiten oder dritten Kind, um vielleicht auch die erste Geburt zu besprechen und wie können herauszufinden, gemeinsam, was stellt sich die Frau vor, vielleicht jetzt für die jetzige Schwangerschaft, für die jetzige Geburt, was ist ihr wichtig. Es bietet die Möglichkeit, dass wir als Hebamme die Frau auch kennenlernen können, dass wenn sie nachher auch zur Geburt kommt, wir sie einfach möglichst auch ihren Wünschen entsprechend betreuen können. Heutzutage gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten als direkt Hebammenkontakt. Auf Social Media gibt es auch zum Beispiel Apps, die man nutzen kann. Beispielsweise auch die Hirschlande-App, die ja Möglichkeit bietet, schwangeren Frauen oder frisch gebackenen Eltern mit Hebammen oder Kinderärzten in Kontakt zu treten. Ich denke, je mehr man auch weiss, was mit seinem Körper passiert oder was da genau alles abläuft im eigenen Körper, was der eigene Körper auch leistet, desto besser kann man es auch verstehen und auch vielleicht damit umgehen. Die Hebammensprechstunde ist ja eine Möglichkeit oder ein Angebot, das wir hier haben, um eben Frauen während der Schwangerschaft kennenzulernen. Wir erklären ihnen dann auch, dass es noch mehr Sachen gibt, wo sie auch davon profitieren können. Sei es jetzt zum Beispiel ein Geburtsvorbereitungskurs, wo man einfach auch mehr noch Informationen gewinnen kann über den Geburtsverlauf an sich und auch zum Beispiel Kontakte kann knüpfen mit anderen Frauen, weil das ja in kleinen Gruppen stattfindet. Dass wir auch Stillberatung machen hier, in besonderen Fällen auch sogar vor der Geburt, wenn zum Beispiel Kolostrumgewinnung, das heisst ein bisschen Muttermilch schon vor der Geburt gewinnen, sinnvoll ist, aus einer medizinischen Indikation beispielsweise. Wir haben auch Akupunktur, wo oft für die Frauen eine schöne alternative Möglichkeit ist, um Schwangerschaftsbeschwerden zu lindern oder aber geburtsvorbereitend und auch sogar geburtsauslösend. Und dann natürlich auch nach der Geburt die Rückbildung, die wir anbieten. Und ich denke, es ist schön, wenn man den Frauen so eine Perspektive gibt, was es für Möglichkeiten gibt. Schlussendlich sind Frauen individuell und jede nimmt sich das raus, was sie für sich als wertvoll und als praktisch erachtet.